viel Gold schaffen, Alter. Okay. Könnte sich das ausgehen? Nein, wir sind erst bei 100. Ach du Scheiße. Das wird sich leider nicht ausgehen. Silber geht sich gerade halt nicht so aus. Wir haben da Bronze bekommen. Okay. Kacke. Naja. Wir haben es versucht. Und wir machen jetzt bei der normalen Mission wieder weiter. Aber das ist auch eine geile Idee. Das gefällt mir. So. Alter, wie viele Taxis sind hier bitte? Heilige Scheiße. Das sind ja mehr Taxis als normale Autos. What the fuck? Na, na, na. Das können wir da bekommen. Das hätte ich gern. Okay. Grappling Hunters is a great way to do significant damage in close quarters combat. Grab with B and then slam with B. Okay. Wow. War das ist eine Mission? Das ist doch keine Mission, oder? Ah, da vorne haben wir wieder eine neue Erinnerung. Zwei neue Erinnerungen. Getting the sample is just the first step. What do you think you guys can cook up? I have a few ideas, but I think we could do cancer. It grows, it replicates. Potentially, with a sample, we could engineer something that will throw it off its game. Make it destroy itself. Okay. Da hinten ist unser nächstes Opfer. Erstmal 10 Meter in die Luft springen. Und bam! Codename Mother exhibits odd characteristics not consistent with DX1118 infection. Whether this represents a natural immunity or something more remains to be seen. So, what does this mean to our research? We all agree she represents the best chance we have to crack the virus's defenses. So, das Striker-Team ist wieder hinter uns her. Holen wir wieder runter natürlich. Wie sie uns einfach... Oh shit. Ne, das lassen wir jetzt. Sind mir ein bisschen zu viele Panzer. Okay, jetzt können wir es machen. Das sind... Okay, ne, das lassen wir jetzt wirklich. Okay. Wir sind ja nur ein Penner, Alter, verpisst euch. Oh, ein Delfin! Ja, EP. Der springt nämlich von selbst wieder heraus. Das ist richtig geil. Wir brauchen jemanden zum Regenerieren. Danke sehr. Aber Zombies bringen nicht so viel wie normale Menschen. Das ist eben scheiße. Alter, jetzt sind sie aber wirklich aggro auf uns. Okay. Alter, explodier doch jetzt mal. Endlich. Scheiße. Scheiße. Alter, was mache ich jetzt gerade? Das Strike-Team hängt mir gerade richtig am Arsch. So.
Wir brauchen jemanden, mit dem wir uns heilen können. Das sind alles nur Zombies, Alter. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Alter! Das sind normale Menschen. What the fuck? Da war ein Taxi! Ey, das gibt's doch nicht. Was haben die jetzt für ein Problem? Die waren vorher nicht so aggro. Ja, tötet unsere Menschen. Klar. Ey, wie sie uns alle geiern. Fuck! 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 Alter! Das gibt's doch nicht! Alter! Wir waren einen verfickten Meter vor dem Ziel! Alter, ihr wollt mich doch alle verarschen! Da sind wir jetzt genau hier, aber trotzdem, was war das gerade für eine Arschaktion? Ey, fuck, man. Okay, ein Upgrade machen wir jetzt noch, bevor wir die neue Mission starten. Wir wollten eine Walljump ist schwul. Nein, ich überhaupt nicht, aber trotzdem, ich brauch's jetzt nicht. Die Power Armen brauchen wir. Da machen wir gleich eine Verbesserung dafür. Das ist ziemlich geil. Gucken wir sie mal an. Das ist die Spezialattacke, okay. Und die Spezialattacke von der Peitsche war das. Ja, dass man diese Leute einfach packt und... Alter, was ist mit... Heilige Scheiße! Was ist ihr scheiß Problem, Alter? Ey, what the fuck? Was ist... Alter? Ey... Na, okay, ich verstehe es gerade selbst nicht, warum die so asozial stark sind gerade. Aber naja, hier sind wieder... Fuck, ey. So, endlich machen wir die Mission. Mann, das nervt richtig. The samples you've recovered. I still don't have enough. I need you to go inside a hive. The substance at the center, the material the virus is producing, I think it's the key. With it, I think I can reverse the effect of the virus. And Alex, for what it's worth, I'm sorry it had to play out like this. Don't be sorry. Just cure this thing. Okay, sie hat noch nicht genug Proben, dass sie ein Gegenmittel herstellen kann. Da ist dieses Arschloch. So, du wirst es mal absorbiert, Alter, du gehst mir auf die Eier. Wir müssen uns jetzt mal vollkommen aufheilen. Ja, stimmt wirklich. Zombies bringen nicht so viel wie normale Menschen. Okay, jetzt sind wir noch nicht komplett geheilt. Dann kommt noch her. Gut. Aber jetzt haben wir diesen Militärtypen nicht mehr eingespeichert. Das ist ein bisschen belastend. Naja. Wird schon nicht so schlimm sein. Wir müssen jetzt in diesen Hive hinein. Ich würde mal sagen, das kann jetzt anstrengend werden. Wir sind mitten in einem Hive.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keine Hunters gibt. Auch wenn wir hier das ganze Material schon einsammeln. Mercer, you're a hard man to find. I've been looking forward to this. Who are you? Who sent you? You should pick your friends more carefully, Mercer. So Parker sold me out, huh? Oh, unser erster Bosskampf. Aber er wird auch nichts gegen uns machen können. Oh, Scheiße. Oh, fuck, ich hab's gewusst. Wir müssen das Material entsammeln. Um uns zu heilen. Okay. Die sind ja ziemlich einfach. Das sind ja nur noch normale Biester, keine Hunters. Da sie uns ja auch durchgehend heilen. Das ist nicht das Problem. Auch der Typ ist ja nicht mal wirklich so ein Boss, weil der auch gar nichts aushält. Man sieht es an seiner Leiste. Er ist ja schon wieder da! Ich hab's mir gedacht. Ach du Scheiße. Alter, hat der unfaire Waffen. Okay, er ist ein kleines Arschloch, er kann gar nichts. Junge, er will's wirklich auf die harte Tour. Im Nahkampf schaffe ich es nicht. Da muss ich wirklich aufpassen. Ich muss mit der Peitsche kämpfen. Und ich muss die Biester töten. Ich brauche Heilung. Ach du Kacke. Okay. Er schafft es nicht gegen uns. Er schafft es nicht. Das muss ich verhindern. Fuck, ey! Der Typ macht wirklich viel Schaden, weil er so einen behinderten Raketenwerfer hat. Und dieses Teil, das ist ja übelst schwul. Oh, fuck. Ey. Oh shit. Die dummen kleinen Arschlöcher. Ich brauche Heilung. Nein! Ich darf nicht zu ihm springen, Alter. Fuck! Nee. Scheiße. Wenigstens haben wir wieder mehr Leben als vorher. Das ist ein Arschloch, der Typ. Okay, wir müssen einfach nur wild um uns herumschlagen. Der Rest erledigt sich von selbst. Und auf jeden Fall, wir müssen seinen verkackten Raketen ausweichen, ey. Verpiss dich jetzt, so dreckiges Arschloch. Wo bist du? Wow, jetzt habe ich ihn auch mal bekommen. Hat er seinen Stab verloren? Ne, hat er nicht, okay. Ah, fuck. Wenn er das in der Hand hat, darf ich ihn nicht. Ey, bin ich behindert? Oh.
Komm schon. Dreckiger Arsch. Ey, der Typ ist so nervig. Genauso wie sein kleines... Aber habt ihr ein Aimbot? Seid ihr behindert? So. Ich schaffe es jetzt. Oh! You think you've won, Mercer? You don't even know what fucking game you're playing. Well, I can tell you all you need to know about Penn Station. In a way, I feel sorry for you. Zeus is down. Bring in the containment device. Can't control my body. Can't even see straight. The injection has rendered your powers useless, but your strength, speed and discharge abilities are unaffected. He's taking damage. Pour it on. Okay. Wir müssen ihnen entkommen. Das wird jetzt ein bisschen anstrengend, da uns ein Strike-Team am Arsch hängt. Okay, wir schaffen das schon. Wir sind schon außer ihrem Bereich. Können wir wirklich keine? Nee, können wir wirklich nicht. Lol. Okay. Gut. Wir haben zwei neue Events freigeschaltet. So. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zu unserer Base. Okay, der Typ ist ein richtiger Arsch. Dieser Commander. Wir müssen auch gleich da sein. Wir können wirklich keine Fähigkeiten einsetzen. Das ist ein bisschen belastend. Ich habe mich so auf meine Peitsche gefreut. Das können wir sie gar nicht mehr benutzen. Ja, das ist schade. Naja, aber sie können uns trotzdem nicht aufhalten. Wir haben unsere Fähigkeiten trotzdem noch. Unsere Schnelligkeit, unser Gleiten, unser Springen, alles noch, außer unsere... What the fuck? Unsere Fähigkeiten, dass wir unsere Waffen benutzen können. So, und wir starten nochmal die Mission. Man, you look like shit, but this might help. McMahon? No, but they're watching someone for him. Okay, it's this doctor named Bradley Ragland. Where is he? Whoa, whoa, whoa. He's a good guy. Okay, you find him, he helps us get to McMullen. He's uptown at St. Paul's Hospital. He runs the morgue there. Wait, wait, hold up. There's more. All right, so I did some research on Hope, Idaho. It was an army town. On July 21st, 1969, it vanishes from the map. The official word was that it was an anti-government gun nut standoff. Some militia killed a bunch of people, and the feds killed the militia.
Now, there's only one survivor. Notice a girl, second from the left? Elizabeth Green. Who looks an awful lot like a college student these days. Not bad for 55 years old. Hope Idaho was an experiment. How could you possibly know that? The people I've killed, they're in me. I can hear them, see the things they've done. What the fuck are you talking about? I can understand it all. I'm supposed to do these things, but it's right. I can feel it. Find Ragland and ask him about McMullen. Oh shit. Ja, wie wir sehen, diese Spritze hat uns etwas angetan, was uns irgendwie daran hindert, unsere Fähigkeiten zu nutzen, wie man hier sieht. Und ja, unsere Stärke wird dadurch auch anscheinend beeinflusst, weil er ziemlich schwach gerade aussieht. Naja, auf jeden Fall. An dieser Stelle werde ich jetzt mal... Naja, das ist jetzt egal. Werde ich mal einen Cut machen. Ja, und wir werden dann das nächste Mal weitermachen und endlich dann McMullen finden, dieses kleine Arschloch. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Prototype. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.